Du beschäftigst dich schon länger mit Immobilien zum Vermögensaufbau und hast wahrscheinlich schon eine erste Immobilie gekauft. Wir erklären dir häufig in unseren Videos, warum es gut ist, eine Immobilien GmbH zu haben, um dort deine Immobilienobjekte darin zu strukturieren. Aber was ist denn genau eine Immobilien GmbH? Welche Vor- und welche Nachteile hat sie vielleicht? Und wie funktioniert das Ganze genau? Das wollen wir uns heute einmal im Detail anschauen. Bleib dran, gleich nach dem Intro geht's los. Du hast dir erste Immobilienobjekte als Altersvorsorge gekauft und überlegst jetzt, wie du deinen Immobilien- und Vermögensaufbau signifikant beschleunigen kannst. In unseren Videos empfehlen wir dir regelmäßig eine Immobilien GmbH, also sogenannte vermögensverwaltende GmbH, zu nutzen und das Ganze im besten Fall kombiniert mit einer Holdingstruktur. Und da wollen wir uns heute einfach mal anschauen, was sind denn die Grundlagen der Immobilien GmbH, wie funktioniert das Ganze und wo sind wirklich die großen Vorteile, warum ihr unbedingt auf eine Immobilien GmbH setzen solltet. Zunächst ist es ja so, dass die GmbH eine sogenannte juristische Person ist, das heißt ein eigenes Rechtskleid. Die können dort eigene Verträge abschließen, ist dann quasi mehr oder weniger wie eine echte Person zu behandeln, kann eigene Immobilienobjekte besitzen und wird dann einfach von der Geschäftsführung und Co. gesteuert und da im täglichen Geschäft betreut. Dann ist es ja auch noch so, dass wir für die GmbH immer mindestens ein Stammkapital von 25.000 Euro brauchen. Das ist im Regelfall bei Immobilien jetzt nicht so das Riesenthema, weil die Investitionssummen und ja auch selbst die Kaufnebenkosten schnell in dieser Größenordnung oder sogar deutlich darüber liegen. Das heißt, dass wir hier für die Immobilien GmbH 25.000 Euro einmal aufbringen müssen, von denen, wie ihr schon wisst, mindestens die Hälfte einbezahlt sein muss, ist im Regelfall dann für die tatsächliche Wahl und Entscheidung, welche Rechtsform nehme ich da, wie investiere ich da, kein tatsächlich großes Hemmnis. Jetzt wollen wir uns einmal anschauen, was sind denn die großen Vorteile bei der Immobilien GmbH, also der vermögensverwaltenden GmbH. Und da ist der erste große Vorteil einfach, dass wir einen Steuersatz haben von lediglich 15%, weil die vermögensverwaltende GmbH lediglich Körperschaftssteuer bezahlt. Und wenn man das eben richtig gestaltet und richtig strukturiert, die vermögensverwaltende GmbH vollständig von der Gewerbesteuer befreit ist. Das heißt, hier muss man einfach wirklich jedes Veranlagungsjahr prüfen, hat die Immobiliengesellschaft lediglich eigenes Vermögen verwaltet, vermietet oder vielleicht auch veräußert und hat einfach sonst keinen eigenen Gewerbebetrieb. Das kann zum Beispiel auch dann schon ein problematisches Thema sein, wo man wirklich genau darauf aufpassen muss, wenn ihr jetzt eine Betriebsimmobilie vermietet an einen Mieter und da ist eben nicht nur die Immobilie enthalten, sondern sogenannte Betriebsvorrichtung. Druckluftanlage oder ein spezieller Lastenaufzug oder ein anderes Konzept, das eben genau hier für den Mieter eingebaut wurde, das ihm eben hilft, in diesem Betrieb zu arbeiten. Da gibt es dann auch da wieder Rechtsprechung dazu, dass wir einfach hier sagen müssen, Betriebsvorrichtungen sind steuerlich äußerst kritisch zu bewerten. Gleichfalls, wenn jetzt noch hier ein Ladepark mit betrieben wird oder andere gewerbliche Tätigkeiten außenrum, müsst ihr wirklich sehr aufpassen, dass man das gegebenenfalls in anderen Gesellschaft ausgliedert und die Immobilien GmbH wirklich ausschließlich vermögensverwaltend tätig wird, weil wir eben nur dann die tatsächliche Gewerbesteuerbefreiung bekommen, auf die wir ja immer so großen Wert legen, die für uns ja so ganz besonders entscheidend ist. Dann ist der zweite Vorteil, der vielleicht im ersten Schritt wie ein Nachteil klingt, der große Vorteil, dass die Gewinne bei der GmbH immer steuerpflichtig sind. Klingt jetzt erstmal komisch, hat aber einfach den Hintergrund, wenn ihr die Immobilie auf privater Ebene verkauft, ist sie nach 10 Jahren steuerfrei. Bis zu dem Zeitraum von 10 Jahren ist sie aber voll einkommensteuerpflichtig. Das heißt, wenn wir jetzt hier einen Gewinn von zum Beispiel 300.000 Euro erzielen, dann habt ihr wahrscheinlich ja vorher schon ein bisschen Einkommen und nagt jetzt nicht gerade am Hungertuch, sodass von diesen 300.000 Euro Gewinn mal sofort die Hälfte circa ans Finanzamt gehen und wir da einfach eine erhebliche Steuerbelastung haben. Auf Ebene der Immobilien GmbH ist es jetzt einfach wieder so, bei der vermögensverwaltenden GmbH, da wir ja nur die Körperschaftssteuer zahlen, haben wir lediglich eine Steuerbelastung von 15%. Also ist euer Konzept hier zu sagen, ich möchte die Immobilien kaufen und es kann aber auch gut sein, dass ihr zur Skalierung oder aus irgendwelchen anderen Gründen sagt, ich möchte die Immobilie vor 10 Jahren weiterverkaufen, dass ihr einfach auch hier nur 15% Steuern bezahlt auf die Gewinne und so eine deutlich niedrigere Steuerbelastung habt, mit der ihr vorankommen könnt. Zusätzlich für diese 15% Steuerbelastung, wenn ihr wieder reinvestieren wollt und einfach nur skalieren und wachsen wollt, kann ich euch einmal noch hier oben kurz ein Video verlinken, da haben wir noch was zu gemacht und zwar eine Steuergestaltung aufgezeigt, wie wir es denn schaffen, über eine sogenannte 6b-Rücklage, also eine Rücklage für eine Ersatzimmobilie, die wir da anschaffen möchten, diese Steuerbelastung auch noch vollständig zu vermeiden und dann in die Zukunft rauszuschieben, sodass wir auch hier nochmal deutlich schneller wachsen können. Der dritte Vorteil bei der Immobilien GmbH ist noch zusätzlich, dass wir die Gewinne aus unserem operativen Unternehmen nahezu steuerfrei über eine Holdingstruktur in unsere Immobilien GmbH überführen können. Und das schaffen wir eben auf privater Ebene nicht so leicht. Das heißt, wir können hier, nachdem wir einmal unsere Ertragssteuer in Höhe von ca. 30% beim operativen Unternehmen bezahlt haben, können wir diese Erträge nahezu steuerneutral über unsere Holding in die Immobilien GmbH weiterleiten und haben dann einfach signifikant mehr Liquidität, mit der wir einfach dann schneller wachsen können und neue Immobilien kaufen und da unseren Bestand aufbauen können.
ein wichtiger Punkt und es ist fast der wichtigste Punkt bei der Immobilien GmbH, dass die Gewerbesteuerkürzung funktioniert. Heißt, dass wir im gesamten Veranlagungsjahr, also dem jeweiligen Kalenderjahr, die Vermietung von Immobilien und die Verwaltung von den eigenen Immobilien betrieben haben müssen. Und das war der einzige Geschäftszweck dieser Gesellschaft. Das heißt natürlich, im Jahr der Anschaffung, im ersten Jahr, in dem wir die Immobilie kaufen, wird uns das nicht gelingen, weil wir ja immer erst in diesem Jahr die Immobilie kaufen können und damit eben nicht vollständig das ganze Jahr ausschließlich Immobilien vermietet haben. Das ist im ersten Jahr kein Riesenproblem. Normalerweise fallen da Verluste an aus irgendwelchen Kaufnebenkosten, die wir vielleicht direkt als Aufwand generieren können oder sonstigen Reparaturen, Instandhaltung, die wir da haben, sodass hier im Regelfall kein Gewinn oder nur ein relativ geringer Gewinn entsteht und wir da eigentlich keine wirkliche Gewerbesteuerbelastung haben, sodass uns die entfallende Kürzung hier für das erste Jahr nicht wirklich wehtut. Ganz besonderer Augenmerk muss man aber auf das Jahr der Veräußerung legen. Wichtig ist ja auch hier, dass die Gesellschaft im kompletten ganzen Jahr Immobilienvermögen verwaltet und vermietet. Das heißt, haben wir jetzt mehrere Objekte und verkaufen eines davon, kein Problem. Die Gesellschaft macht ja nichts anderes, als zu Beginn des Jahres und Ende des Jahres und alle Tage dazwischen ausschließlich Immobilienvermögen zu verwalten und zu vermieten. Können wir also da einen Haken dran machen. Das ist aber ein ganz besonders wichtiger Punkt, wenn wir die letzte oder unsere einzige Immobilie verkaufen und da große stille Reserven drin sind, dann müssen wir die ja dort versteuern mit ihrer 15%. Und würden wir jetzt die Gewerbesteuerkürzung verlieren, dann wird aus unserer 15% Steuerbelastung ja sofort eine 30% Steuerbelastung. Jetzt nehmen wir ein Objekt, vielleicht 1 Million gekauft, jetzt 2 Millionen wert, haben wir 1 Million Gewinn, die wir da versteuern müssen. Und da ist es einfach ein Unterschied von 150.000 Euro. Und da kann es dann sogar noch eine Ersatzgestaltung sein, dass man sagt, notgedrungen, um diese Steuer zu vermeiden, kaufe ich dann einfach noch eine kleine Eigentumswohnung, sodass die Gesellschaft einfach nur noch ein zweites Zählobjekt hat, das sie wieder fürs ganze Jahr weiter vermieten kann. Dann verkaufen wir unser großes Objekt mit dem großen Gewinn und sagen dann im Jahr darauf, okay, jetzt haben wir es dann tatsächlich geschafft und haben unsere große Immobilie mit dem Gewinn verkauft. Jetzt können wir noch die kleinere Immobilie oder die Eigentumswohnung verkaufen. Auf den kleinen letzten Gewinn, sofern denn dann da noch einer anfällt, müssen wir dann eben ein paar Euro Gewerbesteuer bezahlen. Aber unseren großen Brocken, den haben wir dann tatsächlich gewerbesteuerfrei über die Bühne gebracht. Weiterer wichtiger Punkt auf Ebene der GmbH ist auch, dass wir unsere Gewinnausschüttungen vollständig flexibel gestalten können. Das heißt, wir haben zwar auf erster Ebene 15% Steuerbelastung für die Körperschaftssteuer, möchten wir dann aber weiter ausschütten. Das heißt, für uns privat, vielleicht als Altersvorsorge, können wir es zeitlich einfach sehr gut steuern und darüber dann Progressionsvorteile über ein Teileinkünfteverfahren oder andere Gestaltungen auf privater Ebene optimal ausnutzen, sodass wir auch da extrem steuereffizient die Gewinne aus unserer Immobilien GmbH rausholen können. Oder wir können auch das Vermögen dann in der GmbH lassen und dort einfach sagen, wir möchten wieder reinvestieren. Und diesen Steuervorteil der zeitlichen Steuerung und Gestaltung haben wir eben auch wieder nur bei der Immobilien GmbH. Das ist auf privater Ebene nicht möglich. Verkaufen wir dort die Immobilie, dann ist ja der Ertrag sofort in voller Höhe steuerpflichtig. Wir können keine Ersatzinvestitionen, keine Rücklagen oder irgendwas anderes bilden. Wir zahlen voller Höhe die Steuerbelastung und haben dann nur noch circa die Hälfte übrig, sofern es denn steuerpflichtig war. Und müssen einfach dann schauen, wie kommen wir von dort aus mit dem geringeren Eigenkapital weiter. Wir haben dir heute gezeigt, was ist eine vermögensverwaltende Immobilien GmbH, wo liegen die Vorteile, wie funktioniert es genau, was sind die Besonderheiten, auf die man achten muss und wie kannst du denn damit auch wieder deinen Vermögensaufbau signifikant schneller voranbringen. Hast du denn vielleicht auch schon Immobilien, hast dir schon Gestaltungsideen überlegt oder eine Struktur überlegt und aufgesetzt, wie du deine Immobilien ankaufen und verwalten und skalieren möchtest oder belegst das Ganze zu tun? Dann habe ich da noch ein Angebot für dich. Dann geh doch mal gerne auf unsere Webseite, buch dir dort ein Analysegespräch. Wir schauen uns dort gemeinsam an, wie ist deine aktuelle Situation? Wie können wir denn deinen Vermögensaufbau mit Immobilien perfekt optimal steuerlich gestalten, sodass auch du dort große Vorteile hast und deinen Vermögensaufbau deutlich schneller skalieren kannst? Und schreib uns doch auch mal gerne in die Kommentare, was waren denn so bisher deine Erfahrungen mit deinen Strukturen, deinen Steuergestaltungen? Wie bist du da organisiert? Was sind so für dich die Hemmnisse? Und das würde uns sehr interessieren. Auch wenn es da Videowünsche gibt, dann beleuchten wir das gerne einmal für euch in einem gesonderten Video. An der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst bitte außerdem nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Dann könnt ihr auch künftig von unseren Steuerstrategien und Steuerspartipps profitieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.